Hallo liebe Freunde von Krypto.tv. Ja, wir sind jetzt in den Juli angebrochen im Jahre 2023 und heute stehe ich wieder am Mozartplatz. Heute einmal weniger einen Spaziergang, so wie Sie es in den vielen anderen Videos auf meinem Kanal kennt. Heute haben wir mal so einen Ort Informationsstand, um einfach einmal auf diese, ja, Irrungen und Wirrungen, wenn man es mal diplomatisch ausdrückt, ja, hinzuweisen, was eben nicht nur in Österreich, auf der ganzen Welt hapert. Ja, wie man sieht, sind ca. 20, 30 Leute da, werden wahrscheinlich nicht mehr werden leider, aber das ist wie immer der harte Kern, der schon seit vielen Jahren immer dabei ist. Ja, die Polizei ist auch wieder mal ein bisschen stärker vertreten. Die haben jetzt auch eine Zeit lang mal überhaupt nicht mehr vorbeigeschaut und haben ja diese oder unsere Demo-Bewegung alleine gelassen, was auch ein Skandal ist, weil so waren wir auch freiwillig für mehr Anpöbeleien und ja, ungute Sachen. Ja, da haben wir eine Sauerstoffphobikerin. Ja, und probieren wir es aber mit so einem Demostand in Hall ein. Jeden Dienstag machen sie den Stand schon länger. Hinter der Saline, da wo der Parkplatz ist. Ja, man muss vieles ausprobieren, um wieder Menschen ja, ein Interesse zu wecken, einmal sich auch von unserer Seite anzuhören, woran es hapert. Um was geht es eigentlich, wie immer, auf dieser Demonstration und die Machenschaften der was in den letzten 3 Jahren geschehen ist, aber was auch aktuell alles durchgedruckt wird. Ja, Stichwort einmal nur Ermächtigungsgesetz, was man da zubilligen möchte. Dann kommen die ganzen Teuerungen dazu, die künstlich angeregten Teuerungen. Ob das jetzt Strom, Miete ist, auch Lebensmittel, ganz egal. Müssten normalerweise gar nicht so teuer sein. Da geht es einfach nur darum, einen Mittelstand abzuschaffen, um uns in die Armut zu treiben. Ich vermute auch, um manche Menschen aufzuwiegeln, Blödsinn zu machen als Bürgerkriegsindizien, damit sie dann unsere Großkopferten einen Militärstaat installieren können, weil man dann dagegen ja angehen muss, wenn wer aufrebelliert mit körperlicher Gewalt. Körperliche Gewalt liegt uns nicht am Herzen, wir wollen das friedlich lösen und eben so einen Bürgerkrieg eher verhindern. Ja, es gibt auch das Thema Krieg. Nicht nur Krieg, es geht auch um unsere Neutralität in Österreich. Ja, der Unrechtsstaat Ukraine ermordet ja schon seit 9 Jahren Ostukrainer, also sprich Russen-Ukrainer. Ja, nach 8 Jahren hat sich der Putin dann entschlossen, dem Treiben ein Ende zu setzen. Ihr seht es da. Hier wird die Ukraine und Russland gebeten, dass man das als friedliche Lösung macht. Also nicht, dass man dieser Demobewegung nachsagen soll, sie sind nur rein russenaffin. Gell? Das ist schon eine neutrale Betrachtung. Ja, da ist der Mike Vogel, schaut einmal. Der fährt da mit dem Bus jetzt zu. Der Mike Vogel kennt es ja sicher schon, der ist damals von der Polizei festgenommen worden, wie der Haslauer, unser Landeshauptmann, leider Gottes wiedergewählter, den Kurz Sebastian empfangen hatte beim Mozartkino. Da haben sie dann Mike Vogel festgenommen, mit Handschellen abgeführt. Ich verlinke euch das Video unten dabei. Ja. Das sind jetzt einmal die ersten Voreindrücke. Es gibt sicher noch mehrere Themen, die man sagen könnte, wo für oder wogegen, wie man es halt nimmt, diese Menschen hier einstehen oder aufstehen, entgegenstehen wollen. Sprich Käfer essen. Ach Gott, eine verrückte Welt. Okay. Ja, wenn dann der Valentinus diese Veranstaltung eröffnet, werde ich wieder die Kamera einschalten. Also bis dann, Baba. Und schön, dass du dabei seid.
jetzt hat es begonnen, ohne Ansprache erstmals, weil ich einfach jetzt einmal drauf losspaziert bin. Also es gibt auch eine kleine Runde in Salzburg, nicht nur einen Informationsstand, den ich vorher gesagt habe. Schätzen wir mal, geht die altbekannte neue Route, die aber so neu auch nicht mehr eben ist. Beim Chiemsee hoch vorbei, Kaigassen um, vielleicht beim Dom, das werden wir jetzt dann sehen. Und dann trifft man sich wieder am Mozartplatz und dann kann man am Demo-Stand, beim Informationsstand, konferieren. Okay, dann begleiten wir mal diese Truppe. Wird einmal nicht getrommelt, wir sind bei den Barmherzigen Brüdern. Das ist ein Krankenhaus. Ja, hier, meine Damen und Herren und diversen, also liebe Taucher, haben wir das Landesgericht. Hinterbei das Bezirksgericht, die, was sie mit ihrer Inkompetenz, so sage ich es einfach einmal förmlich nett ausgedrückt, dabei herausgetan haben, friedfertige Menschenrechtler das Leben zu ruinieren. Genauso wie die Polizei da hinten marschiert. Die braucht auch nicht glauben, dass sie reingewaschen sind mittlerweile.
solange es da kein Wiedergutmachen gibt von irgendeiner Seite, Politik, Richtern oder Polizisten, sind sie nicht mehr meine Freunde. Etwas erwähnen. Da vorne hat ein ganz toller Mensch, der Sigmar, eine Geschäftsidee präsentiert, die Salzburg wirklich in ein wunderbar tolles Licht gerückt hat. Der hat Elektro-Rikscha-Radeln gehabt und hat da die Leute kostenlos durch Salzburg kutschiert mit seinen Elektro-Rikscha-Radeln. Kostenlos, gell? Und dann hat man sowas mit Strafen überhäuft, dass er dann irgendwann flüchten hat müssen. Ich sage jetzt nicht, in welches Land er ist, aber für den Fall sieht man, dass du gelegentlich auch einmal bei uns dummen Österreichern reinschaust. Ich wünsche dir echt alles Gute auf deinem Weg, gell? Überall ist besser. Hast recht gehabt, dass du abgehauen bist. Ich meine, ich kann nicht abhauen. Ich gehe mit Fahnen unter, wenn es sein muss. Aufgeben da mal einen Brief. Aber naja, so viel mal dazu, gell? Schauen wir mal, ob der Wöginger recht hat. Er hat ja gesagt, dass die Gastronomie lebt, floriert. Wenn ich jetzt mal da schaue. Naja, ich würde mal sagen, zu ein Viertel oder ein Fünftel sind die Tische da besetzt. Ja, ja. Wöginger, du hast recht. Das Geschäft floriert für euch, aber nicht für die Gastronomie, gell?